Westeuropa, auch in Deutschland, wird der 8. Mai oder der 9. Mai 1945 oft als Tag der Befreiung dargestellt. Ja, so sagt Sowjetunion und jetzt Russland, so sagt, ja, das ist Befreiung. Ja. Das war Okkupation. Natürlich. Doch, natürlich. Dasselbe war, wann im Oktober kam schon in Riga, befreien Riga. Riga befreien, ja. Wir kamen uns befreien, ja, von Kommunisten und so, Faschismus. Von, ja, ja. Ja, ja. Und sie, das versteht nicht, oder wie das sagen, das war zweite Okkupation. Ja. Erste Okkupation, erste, 40. Jahr war erste Okkupation, ja. Und jetzt, wann Krieg war zu Ende, das war zweite Okkupation. Oh, ja. Das sage ich und das sagt auch Historiker und so weiter, das ist unbestreitbar. Klar. Das ist klar. Hat Shepard es in Litauen auch gesagt. Ja.